Wir sehen hier eine silberne Prachtmonstranz des Augsburger Goldschmieds Georg Berchtold aus dem späten 17. Jahrhundert. Dieses beeindruckende liturgische Gerät lebt von seiner Teilvergoldung, seinem reichen Ornament und seinem vielfältigen Figurenschmuck. Hinter den silbernen, lebendig gewundenen Blattranken mit prallen Weinreben ragen goldene Strahlen hervor, die der Monstranz ihre Bezeichnung, nämlich Strahlenmonstranz, geben. Sie zeichnen Christus als das Licht der Welt aus. Wie im Barock üblich bevölkern auch Putten die Schmuckrahmung, den Knauf und den Fuß der Monstranz. Als himmlische Liturgen übernehmen sie die Aufgaben von Diakonen. Sie preisen Gott in seiner Herrlichkeit und geben zugleich einen Ausblick auf die lebensspendende Kraft der Eucharistie. Für kein anderes Engelbild der Kunstgeschichte kann man so eindeutig ein Vorbild finden wie für die Kinderengel. Sie gehen auf die Renaissance zurück, als die Künstler die antiken Bildwerke studierten und deren Motive in die christliche Kunst übernahmen. Das Vorbild für den Putto ist dabei klar auszumachen. Es ist der kleine Liebesgott Eros oder Amor, der mit seinen kindlichen Rundungen, seinen Flügelchen und seinem Schalk den Engelchen ihre Gestalt gab. Wie ähnlich sich die Eroten bzw. die Amoretten und die Putti sind, zeigt die Gegenüberstellung der antiken und christlichen Kunstwerke in unserer Ausstellung.